Trainierst du gerade tatsächlich auf das Kapital, das du hast, Geld zu verdienen? Oder fickst du dir gerade einen ab und übst einfach nur, wie man Linien einzeichnet und anderes? Trainieren heißt unter dem Motto, ich habe 1500 Euro und jetzt mache ich das geteilt durch 15 oder 30 Trades und jetzt schaue ich nach vorne mit meinen 1500 Euro, vielleicht 100 Euro oder 50 Euro pro Trade, wiederum 1000, 2000 Euro zu machen mit dieser einen Trading-Strategie, mit dem gleichen Markt, mit dem gleichen Indikator. Üben wiederum heißt unter dem Motto, ich übe jetzt mit dieser Trading-Plattform, wie ich die besser behandeln kann. Ich übe, wie ich meine Einstiege verbessern kann. Das ist Üben. Und die Sache ist, man kann nicht trainieren, wenn man noch nicht diese Basisfähigkeiten hat. Und dazu gibt es immer diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ich ziemlich gut finde, im Sinne von, erst lernt man zu üben, wie man die Trading-Plattform analysiert, wie man Einstiege macht und die ganzen anderen Dinge, wie man andere Dinge behandelt. Und dann trainiert man, wie man profitabel analysiert für sein Kapital, das man hat, wie man profitabel im Trading-Konto, im Demo-Konto tradet, danach eine Echtgeldkonto-Regel implementiert, was ich sehr wichtig finde, denn ich versuche immer wieder Dinge anzupassen, vor allem mit unseren Teilnehmern in unserer Ausbildung. Und da habe ich festgestellt, dass da hatte ich einen Teilnehmer, bei dem habe ich diese Regel noch nicht implementiert und der hatte sehr große Schwierigkeiten im Echtgeldkonto. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man im Demokonto diese Regel schon implementiert unter dem Motto, bei uns ist es ein Chance-Risiko-Verhältnis ab 5 zu haben für jeden Trade. Und dann auch nach vorne zu sehen, dass man für jede Bewegung nur maximal 3 qualitative Trades platzieren darf. Ebenso, dass man einen Schwerpunkt hat. Zum Beispiel mit Widerstand, Unterstützung, Zickzack-Indikator oder dem Anchor-Viewer. Dass man davon einen Schwerpunkt hat, wie man sehr gut damit arbeitet. Und sich immer die Frage stellt, mit seinem Zukunft-Ich zu sprechen, würde ich, wenn ich in 5 Jahren mit vielleicht 500 Euro oder 1000 Euro pro Trade riskiere, würde ich genauso traden wie jetzt? Welche dieser Trades sind gut? Welche davon bin ich gut davon überzeugt, dass die auf Muscle gut funktionieren, wenn ich 10, 20 Stück davon habe, über 2 Wochen? Anstatt halt zu sagen, okay, weißt du was, ich trade halt alles Mögliche, was ich kann. Es ist wichtig, gezielt darauf zu trainieren, auf eine profitable Performance. Und das sind Dinge, die ich dir hier einmal zeige. Das ist ein Teilnehmer bei uns in der Ausbildung, das ist ziemlich toll. Und wir haben ja die verschiedenen Kalenderwochen von 37, 38, 39 und 40. Das sind 4 Wochen. Das heißt, das ist ein Monat, worauf man auf sein Kapital trainiert hat. Und man hat hier keine Trefferquote von 80-90% und man ist übermenschlich, sondern wie man hier sieht man, hatte man hier eine Trefferquote von 23%. 100 Euro pro Trade, manchmal hat man auch sogar auch mehr verloren, wie man hier drin sieht. Und hier kam ein Gewinn raus von 2000 Euro. Das heißt, 2000 Euro Gewinn meinte ich, 1000 Euro Verlust und 1000 Euro Nummer 8 ist die Spalte, wo dann der Profit rauskommt. So, wir gehen hier mal auf die nächste Woche und beim Trainieren finde ich, ist es immer sehr wichtig zu listen im Sinne von, sieht der Anfänger, diese 3 Schritte zu haben, sieht der Anfänger, in welche Richtung der Kurs hinläuft. Das ist der Grund, wie man eine hohe Trefferquote bekommt, beziehungsweise funktioniert es so mit unseren Schülern, die eine sehr hohe Trefferquote haben, indem man ohne man denen irgendwas beibringt, dass die sehen, dass es zu einem Hoch oder zu einem Tief hingeht. Und dann zu sagen, jetzt verwende ich den Anchor-VWAP oder Intuition, das ist nur eine grüne oder eine rote Kerze oder ein Farbwechsel, das ist Price Action, oder zum Beispiel den Zickzack-Indikator mit diesem bestimmten Setup im Sinne von, dass ich das dann trade. Das ist zum Beispiel die ältere Tabelle. Ich zeige dir gleich die neuere Tabelle, die wir verwenden, die auch sehr effizient ist. Das sehen wir zum Beispiel, der Trader hier in dieser Woche hat diese Trades hier platziert, hat 450 gewonnen, 585 verloren und hat 135 verloren generell. So, und auf der nächsten Woche, hier kommen wir schon ein bisschen zu der neueren Trading-Tabelle. Und zwar, wir sehen hier bei der neuen Trading-Tabelle, und das ist auch ziemlich wichtig für mich, dass wir, ich sehe hier gerade, dass man hier, wie wir sehen, hatten wir das hier auch schon drin, dass wir hier drin sehen, im Sinne von, wenn er den Rücksetzer macht, im Sinne von, als bestes Beispiel, der Anfänger sieht, es geht in eine Richtung, jetzt platziert er den Indikator wie ein Anchor-Viewer oder hat diesen Zickzack-Indikator, wie wir es bei uns erklären. Wenn du eine Playlist brauchst, dann blenden wir dir einmal auf dieser Seite hier diese orange Playlist ein und da findest du unsere volle Herangehensweise. Denn die Sache ist, es geht nicht darum, dir zu sagen, komm in unser Mentoring für 18.000 Euro und wir traden mit dir im Echtgeldkonto, was wir auch machen. Aber zum Beispiel bei uns alle Leute, die sich gemeldet haben und bei uns in diesem Mentoring sind, wir haben auch zum Beispiel auch ein ganz größeres mit 2-jähriger Betreuung. Ist es dann wirklich unter dem Motto, es ist egal, wie viel Geld diese Person hat, man muss erstmal bei uns in den Einsteigerkurs, das heißt unsere Trading-Ausbildung machen,
diese Performance hier, wie wir es hier haben, erstmal zeigen, dass man es kann. Profitabel analysieren, profitabel im Demokonto. Wir zwingen keinen dazu, aber es wäre gut, wenn man zumindest mit 3 Euro pro Trade nachsehen kann, dass man 30 Euro in diese Maschine reinmacht und 60 Euro rausbekommt, dass man 30 Euro Profit gemacht hat. Wenn man 1.000 Euro reinmacht, dass man wieder 1.000 Euro zurückbekommt. Und dann kann man sagen, ah, okay, weißt du was, jetzt gibt es anstatt CFDs, was kostenlos ist, jetzt kann man nochmal für 1.000 Euro im Jahr oder 2.000 Euro im Jahr diese Trading-Plattform holen. Jetzt kann man nochmal ein größeres Konto von 10, 5, also 5.000, 10.000, 50.000 Euro traden, um das dann hoch zu skalieren, weil man darauf schon trainiert hat, weil es schon im kleinen Beträgen funktioniert hat. Aber ansonsten einfach direkt darauf zu gehen, finde ich, macht wenig Sinn. Deswegen haben wir da den Einsteigerkurs unter trading.de zum Beispiel. Wir haben auch eine kostenlose Telegram-Gruppe. Wir hoffen, dass du schon auf kostenloser Basis mit dieser orangenen Playlist, die wir eingeblendet haben, da schon gute Resultate liefern kannst. Da wird auch erklärt, mit Evernote, mit Abspeichern, wie hier zum Beispiel. Und dass du daraus schon deine erste gute Trading-Performance hinliefern kannst. So, die Sache ist jetzt, wie du hier siehst, also für uns ist es wichtig im Sinne von Nummer 1. In welche Richtung sieht der Trader, dass es hingeht? Wir sehen hier Long oder Short, nach oben oder nach unten zu diesem Ziel. Nummer 2 ist im Sinne von, welcher Indikator wird verwendet? Anchor, VWAP, Zigzag-Indikator, Widerstand, Unterstützung. Diese drei Dinge sind genügend. Und das dritte ist dann, welches Setup verwende ich jetzt? Verwende ich eine Lunte, wie es zum Beispiel in der orangenen Playlist erklärt wird, oder zum Beispiel den Farbwechsel? Bitte ganz wichtig bei dieser orangenen Playlist, dass man sich alle Videos bitte anzieht und nicht nur ein Video anschaut und dann am Motto, ja, aber wie kann ich jetzt eine Lunte besser erkennen oder warum funktioniert die Lunte jetzt nicht oder was weiß ich? Das liegt daran, weil man sich noch nicht alle Videos angesehen hat in dieser orangenen Playlist. Ziemlich wichtig. Und die Sache ist einfach, wir sehen hier, dass diese Person hier nur 2 Märkte tradet und sehr schwerpunktmäßig den Euro-US-Dollar. Und die Sache ist, dass wir sehen auch hier zum Beispiel, dass hier sehr viele Trades sehr arg durcheinander sind ab und zu auch. Und das ist vollkommen in Ordnung. Es geht darum, dass man sieht, dass wenn man eine 20%ige Trefferquote hat, manchmal ist hier 53, manchmal ist es nur eine 38er und im echten Konto wahrscheinlich ist es nur eine 20%ige Trefferquote, dass wenn man ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5 hat, dass es trotzdem 300 bis 1.000 Euro im Monat sind. Und ich würde lieber mit einer 30%igen Trefferquote im Echtgeldkonto für ein Jahr sein und dann aus dem Echtgeldkonto die Trefferquote erhöhen und 8.000 oder 5.000 Euro zumindest verdient haben, anstatt halt die ganze Zeit im Demokonto rumzufummeln, wie man eine Trefferquote von 80% bekommt. Also egal, ob man 50.000 Euro hat, ob man nur 3.000 Euro hat oder nur 500 Euro hat, grundsätzlich mit einem kleinen Echtgeldkonto später, wenn man das sieht, dass das funktioniert. Aber bevor man das Ganze überhaupt hat, als allererstes in einem Demokonto erstmal lernen, wie man überhaupt richtig einen Kurs liest, wie man übt, im Sinne von, wie verwende ich meine Trading-Plattform, wie schaffe ich so nah wie möglich an einem Schlusskurs einen Einstieg zu machen. Und wenn das gut funktioniert, jetzt kann ich sagen, okay, weißt du was, ich habe hier 3.000 Euro, ich versuche auf 15.000 Euro bestmöglich damit zu kommen und auf 2.000 Euro oder auf 5.000 Euro, je nachdem, was ein kleines Ziel erstmal damit will, einfach damit Geld verdienen. Man muss sich geldorientierte, finde ich, Ziele damit machen, was auch realistisch ist. Denn dann fängt man auch an die Herangehensweise sich zu informieren. Wie, oh, wenn ich Futures trade, dann habe ich 3.000, 4.000 Euro, was ich im Vorfeld bezahlen muss. Wenn ich CFDs trade, trade ich kostenlos, ist ein nachgestellter Kurs. Die Tradinggebühren dürfen vielleicht sehr viel teurer sein. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil man in einem Verdienst drin ist, wie man zum Beispiel hier drin sieht, dass da vielleicht 200 bis 1.000 Euro die Woche im Schnitt rauskommen dürfen, auch wenn es mal Verlustwochen gibt. Dass es so ein Schnitt ist, was man, wenn man das 10 Monate traden würde, dass da irgendwie 3.000 Euro mindestens rauskommen. Das heißt, auf der Statistik steht dann irgendwie 8.000, 9.000 Euro raus. Aber in der Praxis sind es vielleicht ja nur 2.000, 3.000 Euro. Aber trotzdem, 2.000, 3.000 Euro verdient haben oder nicht. Und man hat dann auch die Echtgelderfahrung gesammelt. Diesen ganzen mentalen Stress ist man dann auch durchgegangen, ohne irgendwelche Futures-Plattformen oder sonstiges zu bezahlen. Das ist, finde ich, ist der sehr große Vorteil. Und da kann man, zusammengefasst ist es, finde ich, ziemlich wichtig zu trainieren. Also das heißt, erstmal zu üben, dann zu trainieren, wie gerade festgestellt, und wirklich Dinge machen im Sinne von, wenn wir uns geldorientierte Ziele gelegt haben, wie ich habe hier 3.000 Euro, ich will 15.000 Euro haben, was ich sehr realistisch finde, oder 10.000 Euro, dass ich mir Gedanken machen kann wegen der Trading-Herangehensweise. Wenn ich diese Trading-Herangehensweise lerne und ich habe nur eine Trefferquote von 38% oder ich habe hier nur eine Trefferquote vielleicht, anstatt hier jeweils 50%, aber wenn ich jetzt hier eine kleine Trefferquote habe, dann ist jeweils die Trefferquote bei 27%. Genau, perfekt. Kann ich immer noch profitabel sein? Im Sinne von, wenn ich eine sehr kleine Trefferquote habe, wenn ich 10 Trades platziere und ich habe nur 2 oder 3 Gewinner-Trades, was sehr oft bei vielen Marktphasen funktioniert, kann ich immer noch durch diese Herangehensweise profitabel sein? Denn das sehe ich bei Anfängern, passiert das sehr oft.
Und die Leute, die eine Trefferquote über 50% haben im Echtgeldkonto, traden meistens schon seit 2 oder 3 Jahren. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass die Zeit gut investiert ist. Alles, was ich mindestens ein halbes Jahr mache für das Trading, will ich wissen, dass es auch tatsächlich meine gute Herangehensweise ist, dass es auch nach vorne gibt. Bitte bedenke eine Sache. Es gibt einmal 2 verschiedene Arten von Kritik. Das eine ist Kritik, wo es keine Verbesserungsvorschläge gibt. Und am Anfang von dem Satz, was ich gesagt habe, im Sinne von, sind wir gerade nur am Üben oder sind wir wirklich am Trainieren, dass es bei uns wirklich nach vorne geht, hoffe ich damit, dir bestmöglich zu helfen. Und das ist, soll keine Kritik sein, sondern das sind Dinge, wo ich Trader sehe, die traden schon seit 5 oder 10 Jahren. Die haben aber noch nie in diesen 5 Jahren sich mal Gedanken gemacht, okay, welche Herangehensweise hat das beste Chance-Risiko-Verhältnis? Kriege ich genug Anzahl an Trades und ist mein Geld gut investiert? Denn es ist mir nicht einfacher, mit einem Markt zu traden, wie wir es hier zum Beispiel sehen mit dem Euro-US-Dollar oder dem S&P 500, 20 Trades davon zu sammeln, sehr oft der gleiche Indikator, Intuition, Ankerwert, wie wir hier drin sehen, und dann zu sagen, okay, guck mal, wenn ich hier 500 Euro auf einen Schlag verliere und ich mache jetzt hier 150 Euro, bin ich negativ. Wenn ich es aber darunter schaffe, mal ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5 rauszuhebeln und im Nachhinein sehe, schau dir das mal an bei der Statistik, das nennt sich MAX-RR, Max Risk Reward, das maximale Chance-Risiko-Verhältnis, dass der nochmal 300 Euro weiterlief in meiner Trading-Zeit. Wenn ich das immer wieder beobachten kann, dann fange ich an, zum Beispiel auf meine Herangehensweise zu trainieren. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, wenn es zum Trading kommt, dass man auf etwas trainiert. Das heißt, erstmal übt, danach trainiert und seine Zeit gut investiert in diese Routine. Wenn du Hilfe brauchst im Trading, darfst du dich gerne melden unter unsere kostenlose Gruppe. Wir helfen dir auf kostenloser Basis, wenn du auch Leute kennst, die Hilfe benötigen. Ich mache grundsätzlich Futures Trading ausschließlich. Ich unterstütze aber die Leute dabei im Sinne von, oder beziehungsweise wir unterstützen die Leute dabei, im CFD zu traden, weil man keine Betriebskosten hat. Man muss keine 3.000 oder 5.000 Euro Konto weder noch für eine Ausbildung bezahlen im Upfront oder im Sinne von mit Trading-Plattformen. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Eine Person, es ist egal, in welchem Bereich es ist, muss erstmal herausfinden, ob ihr das Trading gefällt. Und wenn diese innere Stimme im Kopf sagt, Trading ist das, was ich tatsächlich machen möchte, dann darf die Person extrem abgehen. Also im Sinne von, dann darf die Person sehr gute Resultate machen, weil dann geht es ums Geld, es geht um die finanzielle Freiheit, aber die Person hat herausgefunden, dass ihr Trading gefällt. Das ist genauso mit dem Friseur. Es gibt Friseure, die sind nicht so gut und haben kein Eigeninteresse in der Arbeit. Aber wenn jemand Eigeninteresse hat in diesem Beruf und auch die Arbeit dementsprechend reinmacht, das sind diese 2 Dinge, die man erstmal herausfinden möchte mit dem Trading. Und wenn du das gerne machen möchtest, dann schau dir bestens diese orange Playlist an, mach die Notizen dazu und komm gerne in die Telegram-Gruppe und wir helfen dir da bestmöglich nach vorne zu kommen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Gesundheit. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Alles Liebe, JT out.